Kamera hat Gift gespielt vor diesem Fight gegen Arthur Abraham. Hat ihn beleidigt, hat die Promoter beleidigt. Arthur Abraham hat versucht, ruhig zu bleiben. Rache ist ein schlechter Ratgeber. Es gilt, kühlen Kopf zu bewahren. Abraham in der weißen Hose rechts, beide stehen in der Normalauslage. Das heißt, die linke die Führhand, die rechte die Schlaghand. Frotsch aufgrund der Größenvorteile sicherlich ein Mann, der eher versuchen wird, auch aus der Distanz zu boxen. Arthur Abraham muss ran, muss in die Halbdistanz. Dort ist er am gefährlichsten. Und wenn Frotsch versucht, wie er das schon oft getan hat, von der Ringmitte aus das Geschehen zu bestimmen, dann hat Abraham hier eine gute Chance. Arthur Abraham ist ja als vorsichtiger Beginner bekannt. Aber sie wollen diese Runden, diese ersten offensiver, aggressiver gestalten. Natürlich immer mit der nötigen Vorsicht, immer auch bereit, die Distanz nach hinten wieder zu verlängern, den Rückwärtsgang einzulegen. Aber Arthur Abraham soll präsenter sein, soll Druck ausüben auf seinen Gegenüber. Gute Linke. Das ist nicht der Arthur Abraham, den wir schon so oft erlebt haben, verschanzt hinter der Doppeldeckung. Da ist schon ein bisschen mehr Initiative auf jeden Fall zu sehen in dieser ersten Runde gegen Karl Frotsch. Es kann ja auch immer über die Punkte gehen. Noch kommt die Aufforderung von Uli Wegner aus der Ecke. Der weiß natürlich, dass Arthur Abraham jetzt hier mal wieder 30 Sekunden Pause eingelegt hat. Und er braucht ein paar Schläge, die sich dann auch auf den Zetteln der Punktrichter, alle drei aus den USA im Übrigen, niederschlagen können. Du musst noch eine Aktion machen, kommt die Aufforderung von Wegner. Aber er muss natürlich auch vorsichtig sein gegen Karl Frotsch. Erste Runde.